Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und da zeige ich euch, beziehungsweise fahren wir mit dem T29 gespielt von Brick21. Man sieht schon, Karte ist Charkov und er ist hier Top-Tier. Und Top-Tier ist natürlich immer sehr schön und macht immer am meisten Spaß. Jetzt sind wir nochmal gespannt, wie schnell und wie viel Kills er machen kann. Von beiden wird es doch ordentlich, kann man so sagen. Wobei der T29 wirklich wie gemacht für diese Karte ist. Viele Vorsprünge, viele Hindernisse, die sie unterwandelt, was am schlechtest gepanzert bei dem Panzer ist. Wirklich so verdeckt und dass er dann schön mit dem Helm arbeiten kann und dann macht er richtig, richtig Fun. Ja, gucken wir doch mal, wie er es im Spiel einsetzen kann. So, jetzt haben wir hier schon den ersten Schutthaufen, den er nutzt, für sich als Deckung. Der Chiri hat natürlich ein bisschen Problem. Jetzt hat er sogar eine HE von der Bishop bekommen, von der Arti in dem Fall natürlich. So, Chiri kommt nochmal vor, kriegt dann gleich die nächste Schelle zurück. Aktuell 666 Schaden gemacht. Auch eine nette Zahl. So, der M6 traut sich jetzt hier raus. Beziehungsweise vielleicht doch nicht. Auf jeden Fall fahrt er jetzt hier mal weiter. Und jetzt kommt er raus, aber kriegt hier natürlich sofort das Begrüßungskommando ab. Also von M6 nicht gut gemacht, hier so überhaupt rauszukommen. Das ist klar, dass er da sterben muss. Und er macht den Kill auch noch höchstpersönlich selbst. Da vorne ist jetzt die Bishop-Arti, die hat auch schon mal eine Schelle auf ihn gemacht. Dafür gibt es hoffentlich jetzt die Revanche. Ja, und ein schöner One-Shot. Schöner Roll, so soll es sein. Kurzes Game für die Bishop. Und der VK auch richtig drauf geschossen. VK schießt lustigerweise mit HE. Naja, ob du da nicht vielleicht besser hättest eine andere Wahl nehmen sollen. Vielleicht beim nächsten Mal. So, was gibt's da drüben noch? Ist rechts von ihm noch irgendwas? Nein, da ist nix. Der ist hinter ihm aufgetaucht. Der G1. Hat sich da durch die Mauer durchgewurschtelt, der Kleine. Und da ist er, aber jetzt ist er weg. Und jetzt ist er ein bisschen vorgefahren und jetzt fährt er wieder zurück. Die Arti hat da auf den T-150 geschossen. 7:8 steht es gerade. Von dem her ausgeglichen. Aber er hat hier noch lange nicht genug. Er will hier noch ein bisschen was reißen. Da hat er auf jeden Fall genug Gegner. Und gerade ein AT-8, der kann schon durchaus wehtun, ein gegnerischer T29, ein VK, da ist noch für jeden was dabei. So, da ist der VK. Der kriegt erstmal einen Sack. Der VK dreht sich gar nicht um, er fährt jetzt hier lieber weg. Da denkt sich, nee, bevor ich da jetzt kämpfe, dann mache ich mir lieber das alleine irgendwo gemütlich. Der AT-8, jetzt hier allerdings, kriegt dann auch nochmal eine rein. Und kriegt er den Killshot raus? Kommt er nochmal vor? Sieht er ihn nochmal? Nein, leider nicht. Dann fahrt er weiter vorne in die Straße. 9:11, von dem her immer noch alles sehr knapp. Und da ist der VK und da ist der AT. Das heißt, eben oben genau perfekt gezielt. Besser ging es gar nicht. Jetzt kommt der VK wohl rum, will seines Zeichens hier noch einen Schuss platzieren. Wird aber nicht mehr schaffen. Beziehungsweise schafft es aber, kriegt den gegnerischen Schuss und jetzt wurde er gekettet. Das heißt, eigentlich könnte er nach vorne fahren und locker ihn dann nochmal ins Kettenrad schießen. Ja, da. Ah, schade, ein Low Roll. Eigentlich hätte er schon weg sein müssen. Aber er wehrt sich noch, aber nicht mehr lang. So, der ist tot. Was haben wir noch? T29 Tiger, Sturen Emil und den 5916. Also ein bisschen was an HP gibt es hier für ihn noch. Da ist der T29. Beide prallen ab. Und Sturer Emil. Da hat er ihn. Jetzt kommt er auf den drauf. Aktuell 5 Kills. Vielleicht macht er seinen Krieger noch. Die Gegner werden auf jeden Fall peu à peu weniger. Sturen Emil, kriegt er den Kill? Ja, er wird ihn kriegen. Ja, da ist der Kill.
So, T29. Jetzt hat auf einmal was. Da kommt auf einmal so ein kleiner von hinten. So, T59 kommt er jetzt. T29 natürlich. Und jetzt geht er auf den erstmal drauf. So, der Hit. So, jetzt hat er beide hier. Ja, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Den letzten Kill macht er auch noch. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.